Angekommen bei den Goronen, suchen wir jetzt die eine Quest, die uns zur Heldenprüfung des Helden bringt und nicht uns die Füße verbrennt. Ich bin doch so doof, oder? Goronia. Hast du noch was? Nein, du hast keine Quest. Hat hier irgendwer eine Quest? Hast du eine Quest? Wo ist denn der jetzt schon wieder hin? Achso, wir haben es Nacht. Wenn wir es Nacht haben, dann ist es natürlich doof. Übernachtungen, Übernachtungen. Wer will wo übernachten? Übernachtungen. Wollten wir denn den Schmied? Nee. Hast du der Schmied? Ja, aber hier muss ich erstmal übernachten. Bis morgens. Komm, wir warten mal eine Runde. Dum, dum, da, da, dum. Dum, 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 dum. Aufstehen. Aufstehen. Steht er nicht auf? Glaub's nicht. Mann, ist noch zu früh für ihn. An dem Schmied kann ich nichts machen, ne? Ne, da. Da ist eine Quelle nach oben. Also hier muss irgendwo noch eine Quest sein. Irgendwo muss ich hier eine Quest finden. Gibt es Tränke? Rohrzucker? Eispfeile? Na gut, davon kann ich ruhig noch welche kaufen. Drei kann ich kaufen. Das ist nicht das Ding. Ich muss irgendwann echt mal wieder ein bisschen Gold machen. Übernachtungen. Mich interessieren nicht die Übernachtungen. Ich sehe da eher so ein paar andere Dinger. Dum, 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 dum. Du hast keine Quest für mich. Du hast auch keine Quest für mich. Irgendwer eine Quest haben. Ah, heiß, 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 heiß. Bist du etwa so früh am Morgen schon auf der Suche nach hübschen Mädchen? Nicht wirklich. Oh, zu schade. Wer bist du? Ich heiße Ramella. Wie du sehen kannst, bin ich aus Gerudo. Ich kam hierher, um Juwelen aus Goronia zu sammeln. Der Todesberg bricht nicht mehr aus. Daher kann ich jetzt endlich wieder die Edelsteinvorräte aufstocken. Ach ja, hast du vielleicht Bernstein? Davon brauche ich eine ganze Menge. Bring mir 10 Stück und ich gebe dir einen besseren Preis dafür. Ja? Ja, habe ich. Ja. Ich verkaufe. Vielen Dank. Okay. Also bringt immer nur 10 auf einmal. Na gut, dann hier. Für dich Diamanten. Du hast gar keine. Haha. Ja. Gut. Mal im Ernst, wir hatten jetzt gerade 10 Diamanten. Ach, schade, das war der. Steinspalter. Jetzt auch. Das gibt's ja nicht. Ich muss doch irgendwo hier eine Quest bekommen für diesen Heldenprüfung. Hast du noch eine Aufgabe für mich? Nee, ne? Auch nix. Irgendeiner muss doch hier die Heldenprüfung für mich haben. Oh, der pennt ja immer noch. Haben wir oben lang irgendwo einen, der eine Prüfung hat? Hier oben ist auch keiner. Hast du was für mich? Nein. Warum auch? Wo lang gehe ich denn nun am besten? Das ist doch echt ein Ding der Unmöglichkeit. Da oben vielleicht? Ich glaube, das ist wieder der Händler, ne? Nee. Aber hier ist auch niemand. Toll.
Wenn die mal alle aufstehen würden, wäre schön. War ich schon. Oh, oh. Yes. Link, magst du keine Lava-Bäder? Schönes Ding. So. Nein, 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 nein. Auch nix. Nein. Ich wollte eigentlich hier lang gehen. Übernachtungen. Nö. Einfach nur im Kreis rennen und irgendwie einen suche, der mir endlich helfen kann. Platz da. Auch nix. Ah. Nein. Hallo. Gar keine Lava-Brocken mehr runter. Steak kaufen? Ja gut, dann kaufe ich mal ein paar Steaks von dir. Nächste schöne Schiene, sonst noch einen Wunsch. Kaufen. Und wenn man sie nur auf den Boden legt. Nicht viel. Ja. Grillwild. Größt Hyrule-Pilz. Und was haben wir da? Größt Barsch. Hugo. Der Schmied jetzt aufgestanden. Alter, der hat ein lockeres Leben, oder? Hallo, aufstehen. Aufstehen. Was? Das gibt's doch nicht. Aber der scheint auch keine Quest zu haben. Selbst wenn er jetzt wach ist. Bin ja echt manchmal ein bisschen schwer vom Begriff, aber jeweils fehlt mir mal ein Schrein oder was? Und hundertprozentig ist die Aufgabe hier. Argo. Was tust du sagen? Ah, ein Hylianer. Kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Rudania hat sich wieder beruhigt. Jetzt kann man wieder gut gehen lassen. Na toll. Super, Bargo. Gibt's nicht. Oh. Ernsthaft? Tschüss. Alter! Na komm. Nein. Auch nichts mit sich machen, ne? Lass mich in Ruhe, ich habe keinen Bock auf dich. Und du bist auch nichts zu sagen. Na komm, ich möchte bei dir drauf reiten. Mann, wieso darf man nicht auf den reiten? Beschiss. Darf auf den nicht reiten. Verdammt. Nein, komm. Wir nehmen erstmal wieder ein richtiges Schwert in die Hand. Nein, nein, nein. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Weg da. Hier ist auch nichts. Hier sind nur Schienen. Ihnen, wo kommen die eigentlich hin und wo wollen die hin? Bin ja nicht neugierig, wo die hingehen, oder? Dann wechseln wir mal dahin. Na komm. Und weiter geht's. Let's go.
Iha! Na toll. Wow. Toll. Für das Ganze habe ich jetzt so viel Energie verbraucht. Ach, egal. Wir reden, glaube ich, besser nicht drüber. Kommt vielleicht irgendwer drauf bei Onya. So. Ich will jetzt dem auf den Kopf. Keine Probleme mit. Prozent ist da jedenfalls ein Krog drauf, komm. Lass mich doch jedenfalls heute eine Belohnung bekommen. Ja, sag ich doch. Jedenfalls ein Krog ist da oben drauf. Ja, was denn? Wohin? Hä? Könnte mir einer sagen, wohin ich muss? Okay. Nein. Oh oh. In letzter Sekunde. In letzter Sekunde habe ich den Krog noch bekommen. Hey, lass mich gewinnen, Jesse. In aber wirklich allerletzten Sekunde. So, Also wir merken uns, wo war denn das? Ich glaube, hier war das, ne? Dass der Tunnel, da ist der Tunnel. Da merken wir uns mal, rein. Ich weiß nur nicht, wo, wie, wo, was und warum. Der kann weg. Das habe ich schon. Da. Komme ich denn da am besten hin? Ich glaube am besten hier rüber, ne? Teleportieren wir uns mal zu dem Schrein. Ich weiß nicht, wo der entsprechende Questgeber ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich euch jetzt echt nicht sagen, wo der ist. Also es ärgert mich jetzt gerade so richtig innerlich vom Feinsten. Weil ich ja jetzt da jeden einzelnen Gerudo gefragt habe. Keiner konnte mir da wirklich weiterhelfen. Gerudo, Goronin. Goronin, wir waren in Goronia. Ja, geil. Und jetzt fängt es schon wieder an zu regnen. Hm, aber egal, jetzt kann ich jetzt mal wieder die guten Sachen ausrüsten. Und da. Und als Brust nehme ich wieder die. Da leuchte ich jedenfalls in der Nacht. Okay. Das Schild. Da. Das Schwert. Okay. So, jetzt muss ich gucken, wo wollte ich lang? In die Richtung. Die Richtung. Die Richtung. Ich will irgendwo in die Richtung. Da nach links. Lass mal gucken, dass ich hier ordentlich lande. Und das so gut es geht. Nein. Oh, verdammt. Nein. Oh. Ernsthaft. Jetzt ein Witz, oder? Ach, nö. Ist auch noch bei dem Sauwetter. Oh, ich halt doch Katzen. Muss ich extra außen lang rennen?
Da könnte ich hochkommen. Hoffe ich doch. Komm ab nach oben. Nein, nein. Okay. So, komm. Hier hoch. Okay. Na komm. Nein. Ah, oh, komm. Nein, lass los. Lass los. So. Ja, ich fühle mich hier so halbwegs sicher. Aber wenn das Gewitter aufhört, wäre super und es nur noch bewölkt wäre. Noch leicht bewölkt, das ist gut. Danke und kann man vielleicht nach oben endlich mal. Danke. Aufgehört zu regnen, das ist auch wichtig. Ja, ich hab's geschafft. Warte mal, was ist das? So, weg. Danke. So. Ui, du hast mich entdeckt. Tschüssi. So. Da oben ist so ein Typi. Okay, ich muss aber da lang. Der Typ geht mir da total auf die Nerven, darum weiche ich da mal aus. Aber da oben muss was sein. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Warum speichert er hier? Da 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 da. Da 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 da. Wo ist es? Da hinten. Ein Wolf. Oh, warte mal, ich kann mich ja jetzt eigentlich wieder umkleiden. Umkleidung. Wir nehmen. Und als Brust nehme ich die, die natürlich am stärksten ist. Genau. Hä? Warum habe ich denn hier Gefahr? Wegen dem Wolf. Oh. So, was haben wir hier? Da haben wir einen Baum, wo drauf ein Stein liegt. Ein Schelm, wer Böses denkt, ne? Zack. Hallo, Krog. So. Krog sammeln. Das sind doch lustige Sachen. So. Da haben wir eine Pflanze, die will ich jetzt erstmal nicht haben. Ich wollte jetzt eigentlich noch einen Schrein finden in dieser Folge. Aber irgendwie finde ich keinen. Oh nein. Hört ihr das, was ich höre? Ich höre einen Hinox. Also hier ist ein Hinox. Ein Hinox. Und ein Schrein. Schrein. Der Hinox ist mir jetzt gerade erstmal egal. Hier ist irgendwo ein Schrein und den will ich jetzt haben. Ist er da oben drauf? Ist ja doof. Ich habe gerade meinen Rivali nicht bereit. Der da oben. Hier haben wir auch Koronen. Aha. Neid muss man haben.
Geht's nach ganz oben? Coole Sache. Uachitoi. Uachito-Schrein. Und beugen und strecken und beugen und strecken. Geht doch nichts über steinharte Muckis. Das hier ist Goronengarten für die Harten und solche, die es werden wollen. Hier trennen sich die Kiesel von den Felsen. Heißt nicht die Spreu vom Weizen? Egal. Ich bewege keinen Muskel. Auf dieser Plattform ist nur Platz für einen ganzen Kerl, die von meinen Brüdern und mir für würdig befunden wurden. Außerdem macht mein kleiner Bruder gerade seine Übung. Zugegeben, du scheinst nicht ohne zu sein, aber ohne Fleiß kein Preis. Ich sag dir was, wenn du mit uns mithalten kannst, gehe ich dir aus dem Weg, aber locker. Das wollte ich hören. Wir machen aus dir eine Muckimaschine. Ich erkläre dir mal, wie das funktioniert. Ist eigentlich ganz einfach. Du musst innerhalb des Zeitlimits von einem Fuß der Klippe bis nach ganz oben klettern. Aber das alleine wäre ja lächerlich. Du musst außerdem noch Rubine sammeln. Schaffst du es in der Zeit hinaufzuklettern und eine bestimmte Anzahl Rubine zu sammeln, hast du bestanden. Aber wenn dir die Zeit ausgeht oder du auf dem halben Weg aufgibst, musst du alles zurückgeben. Du wirst an deine körperlichen Leistungen und geistigen Grenzen stoßen. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Also dann. Erklimm die Klippen. Die Schneidklippe. Oh, scheiße. 20 Rubine. Du musst beim Klettern 100 Rubine sammeln. Ein Klacks für den harten Kerl. Da. Hast du im Ziel zu wenig Rubine, war die Kletterei umsonst. Auch wenn du es innerhalb des Zeitlimits geschafft hast. Also dann. Erklimm die Klippen. Los. So. Nein. Ah, komm. Ach, nö. Jetzt komm nach oben. So, so. Soll ich denn die 100 Rubine sammeln? Oh, verdammt. Das sind 5. Oh, da. Oh nein. Ja, wie soll ich denn das machen? Komm, lade dich auf, Energie. Nein, was soll denn das? Ach, komm. Das war jetzt echt doof. So. Oh. Ach ja. Kann ich aufgeben? Mach das gleich nochmal ordentlich. Und dann mit dem Gleitschirm von oben nach... Genau, mit dem Revali-Sturm. Ja, guckt euch das mal an. Da oben kommen die ganzen Roten. Ja, macht es doch fast Sinn, das Ganze mit Revali-Sturm zu machen, ne? Was? Nein! Ja, geil, ich bin wieder ganz unten. Ach cool, der führt mich gar nicht nach oben. Eber, was machst du denn? Die Zeit ist abgelaufen. Schade, schade, aber die Rubine kannst du leider nicht behalten. Das lief ja mal nicht so gut für dich.
Du bist lustig. Komm jetzt hier nach oben. Machen wir es ganz normal, denn jetzt habe ich Rivali Sturm. Boah, ist das eine nervige Aufgabe. Ja. Komm, jetzt machen wir das. Jetzt schaffen wir das, oder? Los geht's. Und auf geht's nach oben. So. So. Gehen wir mal nach oben. Und oben haben wir die schönen roten. Das sehe ich schon. Da sind so viele rote. Und ich glaube, rote sind immer 20. Ich weiß es jetzt gar nicht. Nein! Jetzt weiterklettern. Wenn er jetzt abgebrochen hat, dann kotze ich. Oh, oh, das wird knapp. Wow. So. Ja, sag ich doch, das sind 20. So. Okay, hier. So, und jetzt brauche ich den da. Okay. Wir haben alle Zeit der Welt. Einmal Rivali habe ich noch. Jetzt hole ich mir den da und den anderen. Muss einfach hinhauen. So. Ich hoffe, er erkennt nicht, dass ich da geschummelt habe, so ein bisschen. So, und schon habe ich meine 100. Seht ihr, so einfach ist das. Geschafft! Ausgezeichnet! Reifeleistung, wie viele Rubine hast du unterwegs mitgenommen? 112? Unglaublich! Du hast einen überragenden Schneid unter Beweis gestellt. Nun bist du unser vierter Bruder. Damit hast du das Recht, auf dieser Plattform zu stehen. Schließlich bist du jetzt unser Bruder, Bruder. Und als unser Bruder ist es dein Recht, dich jederzeit an der Schneidklippe zu messen. Dich erwartet sogar eine noch härtere Prüfung. Sag Bescheid, wenn du es versuchen möchtest, Bruder. Bruder, Bruder. Yay, und damit haben wir es geschafft. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.